So, weiter geht's mit Omega Mario 64 und wahrscheinlich jetzt das letzte Mal, das wirklich letzte Mal. 2 Sterne in einer halben Stunde beim letzten Mal ist echt traurig, aber gut, was soll's. Die letzten zwei Kurse, die ich komplett übersehen habe, wuhu, die aber trotzdem irgendwie dafür gedacht waren, dass man sie übersieht, aber okay. Joa. Ja, wo ist jetzt. Ja, gut, die Kurse sind eh nummeriert, von da ist es egal, wo ich reingehe. Links vor rechts. Ne, eigentlich rechts vor links, aber okay. Ah, Kurs 14. Israel Heights. The Initial Climb. Oh, da habe ich jetzt schon keinen Bock drauf. Alles wieder ohne Ab und mit Abgrund drumherum. Oh, Stone Tower. Oh, nice. Okay, zumindest kann ich ein Level gut aushalten mit der Musik. Doch nicht? Nee, zu früh? Doch, nee, war ich nicht. Der Remix ist nun sehr interessant. Frage, wie komme ich hier hoch? Wo komme ich hier hoch? Oh, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Oh ne. Was nicht sein Ernst. Jetzt soll ich den ganzen. Der Heck war so schön zu anfangen. Und jetzt kommt so ein Bullshit die ganze Zeit. Was sind das. Was hat er mit seinen Millimetersprüngen die ganze Zeit? Hätte es denn wirklich nötig getan, jetzt. Die ganze Zeit Millimetersprünge hier zu machen. Oh Mann. Ja, das Ganze, die ganze. Ja, gut. Ich werde den restlichen Hack nur noch mit Safe State spielen. Und zwar an jeder möglichen Stelle. Gut. Die Level an sich waren ganz nett, weitestgehend, aber. Das ist halt einfach too much. Und jetzt? Noch weiter? Nein. Cool. Ja, ich seh nicht mal, wo ich hin muss. Gut, einfach auf die andere Seite erstmal. So. Gut. Sag mir bitte, dass der Level mittendrin einfach immer wieder dann hier oben jetzt anfängt. Ich hoffe einfach mal, dass es so ist, dass der Level echt dann hier oben jetzt anfängt. Initial Climb. Und wie, es gibt einen 100 Münzstern, weil dann krieg ich's kotzen. Vanish Cap Castle. Okay, man fängt hier oben an. Immerhin, dass er da dann bedacht. Trotzdem beschissen. Aber okay. Kann ich darauf laufen? Ja. Wie sieht's aus mit dem 100-Münzstern? Und was von den ganzen Dingen ist der Vanish Cap Castle? Gibt's hier einen speziellen Stern für 100 Münzen später? Wäre ganz nett zu wissen. You stand before the Pillar of Malum. It is the was? It is foundation of all disaster in our world. Ja, okay, cool. Good to know. Erstmal links lang. Oder? Dachte, da könnte man irgendwie rein. Okay, Frage.
Gott, schon wieder am Kinn. Okay, da unten komme ich dann irgendwie rein. Und da ist der rote Münzstern. So ist die Plattform dafür. Gut. Aber sag mir nicht, die scheiß roten Münzen sind hier überall versteckt im ganzen Level. Ja, sind sie, okay. Oh boy. Das wäre nicht nötig gewesen. Das schaffe ich doch nie im Leben, oder? Bitte was? Wie? Hä? Doch, das schafft man, aber... Ey, wieder auf den letzten Millimeter und genau am Rand. Okay, das ist interessant. Ja, wo ist meine Vanish Cap? Das wäre jetzt geil zu wissen. Oh Gott, jetzt will das wissen. Ich habe übrigens kein Kaizo-Hack gewollt. Das hier ist schon wieder zu sehr Kaizo eigentlich, aber okay. Was soll's. Vor allem hier unten sind rote Münzen, also ich muss den ganzen Weg noch wieder zurück dann irgendwie. Oh Bullshit. Ich habe schon 65 Münzen jetzt. Ah. Ja, komm. Ich muss den Stern jetzt eher nicht holen. Kann ich auch jetzt holen. Okay. Vanish Cap Castle, ja. Super. Save and continue. Parallel Walls. Aha. Hätte man nicht zumindest am Anfang anfangen können? Also in der Mitte. Ja, bis da unten kriegt man halt so viele Münzen zusammen, aber das bringt jetzt auch nicht so wirklich viel, oder? Oh, das sieht nach Parallel Walls aus irgendwie. Warum ist das so eine Box? Ein paar Münzen. Na komm. Hahaha, ja, super, was? Wo soll ich hin? Da schon mal nicht. Okay. Eigentlich nach ganz oben. Nur so aus Interesse. Oh, da ist gar keine Bodenfläche. Okay, jetzt bin ich verwirrt. Achso, ich muss hoch, um dann... Oh Gott, wirklich? Ich meine, so kommt man zur roten Münze hin. Oh boy. Überhaupt nicht Kaizo-mäßig jetzt gegen Ende. Also wer das ohne Saves macht, die ganze Zeit, ja... Der hat den Schuss nicht gehört. Definitiv nicht. Doop di doop di doop di do. Mann, jetzt bin ich hier unten. Jetzt ist hier eine rote Münze. Nur aus Interesse. Wo geht's jetzt hier wieder hin, wenn ich jetzt weitermache? Das ist ja nicht der normale Weg. Behaupte ich einfach mal. Okay.
Sollte vielleicht nicht die Kamera. Oh, scheiße. Ja, und jetzt? Achso, Millimetersprung. Ja, natürlich kommt dann Chuck an. Aha. Wo zum Fick bin ich jetzt? Ich mach mal hier einen Safe, komm. Wenn ich jetzt eh schon dabei bin, kann ich auch jetzt rote Münzen sammeln gehen. Weil hier wird ja auch noch eine sein, oder? Ja. Spontane rote Münzen und man Münzen gewechselt. Scheiße. Okay. So. Und wieder ein Millimetersprung. Ach Gott. Das habe ich schon in Minecraft gehasst, bei irgendwelchen Maps oder so. Immer diese Millimeter-Dinger. Ich weiß, was er von mir will, aber den will ich nicht machen. Den Sprung. Der ist dumm. Dann ist der Start. Aber ich brauche nicht mehr hin. Zurück. Nee. Also ich versuche jetzt einmal den Sprung, den ich nicht machen soll, wahrscheinlich. Ich soll den Sprung machen. Oh mein Gott. Das klappt sogar. Das klappt sogar irgendwie. Ach du Scheiße. Es klappt irgendwie zumindest. Ja gut, in die Richtung geht das schon mal nicht. Die eigentliche Idee, die ich hatte, war... Kamera drehen. Wäre so, aber... Das kommt wieder nicht hin mit dem Winkel. Ich muss das echt irgendwie so komisch machen, oder? Oh, nicht euer Ernst. Also sein Ernst, vielmehr, aber... Warum macht man sowas? Warum genau macht man solche Levelabschnitte? Mhm. Ja, jetzt ist das Ganze vielleicht einfach nur andersrum, dass ich zuerst links und dann nach rechts, aber das klappt auch nie im Leben. Vom Winkel her nicht. Ja, es klappt halt hier vorne. Direkt an der Kante. Da klappt's. Aber dann hört es auch schon wieder auf. Und ich glaube nicht, dass so ein Sprung funktioniert, oder? Ah doch, der funktioniert sogar. Oh mein Gott. Wieso funktioniert der? Und jetzt? Da ist nichts. Also wieder der tolle Sprung. Oh. Was stimmt mit dem Typen nicht? Der Heck war am Anfang so schön und dann kommt so ein Bullshit die ganze Zeit nur. Oh mein Gott, da ist ein Auge. Und ich komme mir nicht hoch genug, wenn ich nicht... Oh mein Gott. Why? Kann ich nicht die Wand nutzen mit einem Dreifachsprung? Theoretisch ja. Nee. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich jetzt wirklich noch den Hack wirklich beenden wollen würde oder nicht. Das erste Mal, wo ich gegen Ende überlege, echt einfach so sagen, so, nope, ist mir zu dumm. Oh mein Gott, ich bin oben.
Hat ein bisschen was von der Hyrule Castle Stage aus dem ersten Smash Bros. So nebenbei angemerkt. Wie wäre man eigentlich hier oben normalerweise hingekommen? Muss ja schon irgendwie unten durchfallen oder so, oder? Hey Glubschi. Hallo? Aha. Du wolltest also, wie man es ja nicht. Gut. Da unten habe ich hier zwei rote Münzen. Ich habe insgesamt vier rote Münzen. Ich will mal wissen, wo es hier hingeht. Wo geht's hier hin? Komm. Was passiert hier, Dummes, wenn ich jetzt nach oben hüpfe? Oh, hier ist ein Stern. Wie komme ich hier auf normalen Wege hin? Oh, das ist gut. Sie merken, ein Stern ist hier oben. Ich weiß noch nicht, wie ich da. Ja, gut, ich weiß, wie ich da hinkomme, aber das ist der falsche Weg, oder? Ist das. Ah, das ist der Stern, wie ich. Ach so. Ja, das heißt, ich muss diese ganzen dummen Sprünge da hinten sowieso doppelt machen, weil ich die roten Münzen holen muss. Oh, das ist so. Nee, das ist einfach ekelhaft, das Game Design. Also wirklich, komm. Ich muss jetzt dann da hinten eigentlich den Weg ja gehen, um dann hierher zu kommen. Durch den Walljump Garten, dann mich da hinten hinkommen. Muss aber hier doppelt hinkommen, weil ich da die roten Münzen nach unten holen muss. Oh, nee. Wobei, gut, die roten Münzen kann ich auch von hier oben aus holen, von der Mauer aus. Ja, gut, okay. Da kann man sich aber auch eigentlich auch den Weg da durch die Mauern da sparen, oder nicht? Behaupte ich jetzt einfach mal ganz stumpf. Aber gut. Whatever. Aber trotzdem, das ist doch. Nee, das ist einfach. Das ist ekelhaft. Also, mit ein paar mehr Plattformen dazwischen und weniger Millimetersprüngen wäre der Level extrem nice. Oder will ich diesen auffinden? Die nutzt eh kein Schwein eigentlich. Warte mal. Wenn ich jetzt gerade hier bin. Komme ich von hier aus irgendwie da ganz simpel hin, ohne dass ich erst da lang muss? Nur aus Interesse, schaffe ich das? Das könnte man schaffen, oder? Wo lande ich eigentlich hier? Also, okay, gut. Oh, andere Frage. Tatsache, da ist was hinter. Wie kommt man dahinter? Ja, das ist dieser berüchtigte Millimetersprung an der Wand vorbei. So. Ja. Das könnte was werden. Noch so ein bisschen weiter. Oh mein Gott. Gefällt mir sehr, dass hier so viele Münzen sind. Okay. Das erklärt schon mal den Weg hier hin. Gut, man kann natürlich jetzt dann. Ja, guck mal, dann da unten den ganzen Weg sich sparen, wenn man einfach dann direkt. Ja, gut, das ist dumm gewesen. Es hätte funktionieren können. Ich wollte mich versuchen, den Fallschaden zu umgehen. Aber so kommt man dann halt relativ easy dahin. So. Und mit dir wären es dann 88 Münzen. Gut, jetzt ist die Frage. Da oben waren Münzen drauf, das weiß ich. Tun wir die einfach mal. Vanish Cap brauche ich nicht diesmal. Wenn ich schon jetzt hier oben bin, hole ich mir die Münzen. 93. Gut. Da ist noch eine rote Münze. Und da hinten muss ich dann sowieso hin irgendwie. Okay. Ja, und jetzt geht das wieder los mit dem Millimetersprung da. Wie habe ich den beim letzten Mal geschafft? Fast schon runterfallen quasi. Okay, und hier sind meine 100 Münzen.
Und dann auch noch echt hier wirklich nur ein Münzstern versteckt in dem Level. Oh. Das ist unfair. Ich will nur mal kurz wissen, ob hier unter was ist. Nein, darunter ist nichts. Gut. Sieben und die acht ist da hinten. Und da hinten ist auch die Plattform für den roten Münzstern. Okay. Und ich kann theoretisch mit Millimetersprüngen wieder hier hoch. Ich muss sogar mit Millimetersprüngen hier hoch. Oder komme ich von hier aus irgendwie dann dahin? Macht das Sinn? Nee. Die Lücke ist auch zu groß für Wandsprünge dazwischen. Also, Millimetersprünge, it is. Wobei, das ging sogar für einen Millimetersprung. Das war auch nicht Millimeter genug. Okay, das sind keine Millimetersprünge. Was ist. War er krank an dem Tag, wo er den Level designt hat? Also die Seite des hohen Level. So sind die Level mehr oder weniger fein. Und warum sind da. Egal. I don't care. Gut. Durch einen unglücklichen Sprung habe ich jetzt die runden Münzen und die roten Münzen schon mal gesammelt. Ist doch auch schon mal was. Wer das ohne Saves macht, hat halt meinen Respekt dann, aber okay. Trotzdem hat er den Schuss nicht gehört. Wer solche Level wirklich komplett ohne spielt. Ist doch nicht normal. Uff, ich meine, gut, es gibt mehr als genug Münzen im Level, fairerweise. Red Frustration. Ich find's, er wusste genau, was er macht. Er wusste es einfach und er hat's einfach toleriert. Oh. Parallel Walls. Da unten ist auf jeden Fall ein Schalter wie im offiziellen Stone Tower. Ja, kann ich nicht eigentlich jetzt theoretisch, ganz dumm, da runterspringen und dann da. Ich versuch's erstmal auf normalem Weg. Ansonsten versuche ich halt, nehme ich halt den rote Münzenweg. Ist ein Plan, oder? Klingt nach dem Plan. Gut, F2. Und ich verkack's direkt. Das sind aber wirklich solche Sprünge, die sind echt wow. Ach, jetzt bin ich wieder hier. Okay, gut. Muss halt saumäßig weit nach oben jetzt kommen mit den Sprüngen. Und gleichzeitig nach vorne noch so ein bisschen gehen. Damit ich dann durch die Lücke komme. Um dann nichts mehr zu sehen, weil dann die Wand da ist. Das heißt, ich muss quasi in den Sprüngen gleich irgendwann mal die Sicht drehen, weil sonst habe ich ein Problem. Ungefähr so. Wow. Okay. F2. Nochmal F2. Das Ganze jetzt nochmal oder was? Ja gut, aber dann bin ich schon da quasi. Warte, wie soll ich da landen? Nicht, okay, wenn ich das schaffe, dann ja. Dann ist es easy.
Okay, gut. Es ist so gewollt. Es ist theoretisch so gewollt. Theoretisch halt, aber... Ich glaube, die... Ja, der Weg über die roten Münzen unten ist vielleicht einfacher sogar. Okay, ich habe da tiefen Probleme abzuschätzen, ob ich da schon durchkomme oder nicht. Kann es sein, dass man an der Wand gar nicht abspringen kann das erste Mal? Ich muss quasi wirklich erstmal einmal so und dann so. Kann sein. Ist lustige Frage. Wie komme ich von hier aus jetzt am ehesten darüber? Warte, was? Damit habe ich nicht gerechnet. Wieso ist da nochmal was? Und was ist der Weg? Ach, das ist ein Seitenweg. Der theoretisch einfachere Weg, oder was? Warte mal, wenn ich jetzt hier... Hier nach oben, dazwischen und her. Und die versuchen, da hinten zu landen. Das ist eine Idee. Es ist eine dumme Idee, aber... Genau das wollte ich nicht, dass es sich festhält. Es soll sich nicht festhalten. Naja, dann komme ich auch nur wieder bis dahin höchstens. Jetzt komme ich nicht mehr zurück, klasse. Kann ich Kamera? Oder soll ich jetzt echt da unten landen nochmal von hier aus, damit ich dann... Ja, das wäre aber dumm. Aber das schaffe ich nie im Leben. Und das wird auch nicht reichen, die Distanz. Oder... Ja, okay, doch, das könnte... Das könnte gerade so hinhauen, wieder auf den letzten Millimeter, dass man sich dann gerade so festhalten kann. Ja, oder an der Wand sogar. Nein! Ich habe mich verklickt, jetzt habe ich da... Ach nee, komm. Nein, falsche Knöpfe. Oh. Play Singleplayer. So, gut. Da ist OBS anscheinend gerade abgekackt, als ich im Escape-Menü vom Emulator hing. Und ich habe spontan dadurch gesehen, dass anscheinend irgendein Logitech G-Hub Plugin geladen ist, was ich sonst nicht hatte. Ich weiß nicht, wann sich das installiert hat. Aber ich gehe davon aus, dass das mittlerweile der Grund ist, warum meine Cam so extrem ekelhaft sich verhält. Denn ich glaube, das hatte ich bis vor einer Weile nicht installiert. Ich habe es auch nicht selber installiert. Das kam automatisch, anscheinend über Logitech G-Hub. Und ich bin gespannt, ob es jetzt besser läuft oder nicht. Ja, ich habe mich drüber aufgeregt. Ich habe den Save dann mitten im Fall gesetzt. Und ich habe es dann erst ein paar Minuten später gemerkt, dass OBS gecrashed ist. Dementsprechend... bin ich jetzt hier unten über den Weg gegangen. Ja, dürften nur 2 Minuten oder so gewesen sein, aber okay. Aber jetzt sind wir quasi wieder auf der Seite und ich versuche jetzt gerade hier hochzukommen. Naja, habe mich über den Chuck unten aufgeregt, weil der einen wieder nach dem Long Jump direkt gepackt hat und ich komme schwer da nicht hoch. Warum nicht? Das ist doch dumm. Warum komme ich da nicht hin? Ich habe es doch vorher auch schon geschafft. Warum wieder nicht?
Gut. Das war dumm. Ich hoffe, ich habe da oben safe gesetzt. Ja, hatte ich. Gut. Kann ich nicht einfach. Nein, kann ich nicht. Was, wenn ich so mache? Dann komme ich ja nie im Leben hoch genug. Bin kurz davor anzufangen, mir irgendwelche Liedtexte, also irgendwelche Texte auszudenken, die zur Melodie passen. Verstehe aber, warum man die Musik gewählt hat. Weil Climbing Up the Tower und ja. Verstehe es. Zumindest hat er Musikgeschmack und weiß, wo welche Musik passend ist. Dass er trotzdem immer noch ein Sack ist wegen solchen Leveln, das weiß er hoffentlich auch, aber er vor allem. Wow! Okay, das nenne ich Timing. Also ich hoffe, er weiß, dass er Bullshit gemacht hat gegen Ende. Die Level sehen vor allem nicht mal schlecht aus. Sie sind einfach nur Kacke von vom Aufbau her. Wir sollen die jedem Leben vernünftig abschließen. Und da fehlt Momentum. Eine ganze Menge Momentum. Kann ich nicht einfach jetzt da hoch? Warum mache ich es nicht einfach gleich schräg? Oh Mann. So, zack. F2. Wieso wird er jetzt. Es ist eine Person in der Wohnung. Warum wird da vor meinem Zimmer telefoniert? Die ganze Wohnung ist frei. Warum vor meiner Zimmertür? Ich verstehe es nicht. Wieso sind Menschen so behindert? Oh Mann. Naja, was soll's. So. War das jetzt auch der richtige Stern? Parallel Walls? Jetzt weiß ich gar nicht, wie lange ich dabei bin. Mein Gott, vielleicht mache ich auch mittendrin eine Pause gleich. Und. Meine Güte. Vielleicht mache ich eine Pause und schneide einfach alles jetzt in ein finales Video rein dann. Ich meine, jetzt muss ich sowieso zusammenschneiden, aber gut. Was soll's. The Maze of Misery. Was ist denn jetzt das Maze of Misery? Okay, interessant. Wieso ist da unten eigentlich eine Plattform? Welchen Sinn und Zweck hat die da unten eigentlich? Also Maze ist das da hinten eigentlich wieder für mich, aber okay, das wäre dumm, wenn das da jetzt auch noch wieder ein weiterer Stern wäre. Nur aus Interesse. Was ist das? Schafft man nie im Leben, oder? Doch. Oh. Oh, die andere Seite. Aha. Die nicht verdorrte Seite quasi. Oh, und jetzt, ja, natürlich ist es jetzt alles umgedreht wieder. Wie im richtigen Stone Tower. Oh, nein. Musste ich das eigentlich jetzt machen oder ist es jetzt wieder nur so eine glückliche Fügung? Und da ist der gleiche Bullshit, okay. Interessant. Wie viele Sterne habe ich jetzt hier? Ich habe. Ja gut, mir fehlen noch zwei. Soll ich hier hoch? Komme ich da so rüber oder? Nee, ich glaube, so komme ich da nicht rüber. Ja, es könnte funktionieren, aber es ist ein hartes könnte. Nee, ich glaube, es passt genau gerade so nicht. Nee, ich glaube, es wird so nichts. Erstmal gucken, was denn noch so ist. Zack. Und du bist auf beiden Seiten gleich, ist interessant. You stand before the Pillar of Fatum. This foundation of all destiny in our world. It is identical to the other one. Aha. Da komme ich nie im Leben hoch.
Okay, ich habe das Gefühl, das ist der letzte Stern. Das ist nicht der Stern, den ich haben soll. Wieso zum Teufel ist da oben wieder so ein Umdrehding? Da ist auf. Ja, gut, aber das ist nicht das Maze. Ich habe auch nur noch zwei Sterne hier. Sind jetzt zwei Stück hier oder ist hier nur einer? Oder komme ich durch das Maze nur quasi durch, wenn ich jetzt den hier über den Weg einsammle? Das wäre interessant. Und ist überhaupt nicht verwirrend. Oh, was haben wir hier denn für ein Schild? If you're ever lost, you want to use C to look around. Ja. Das Problem ist nur, wenn man im ganzen Level komplett lost ist. Das bringt einem nicht viel. Der Abstand ist zu groß, das wird nichts. Wo sind die Dinger, die hier hingen? Die sind auf einmal komplett weg. Die sind jetzt da anscheinend, aus irgendwelchen Gründen. Das ist nicht nur umgekehrt, das ist einfach eine komplett andere Version. Okay. Nach unten hinspringen kann ich auch nirgendwo. Ja, hä? Wie zum Teufel soll das dann funktionieren hier? Ich habe jetzt ja keinen Superjump oder so, mit dem ich jetzt hoch könnte. Nicht mal ansatzweise. Die bringt halt auch nichts. Und da sehe ich auch in Längen nichts. Das heißt, hier kann ich überall nichts anfangen. Ich meine, man kriegt das ja sogar da gesagt. Mit dem C-Stick. Also muss ja irgendwas auf der Seite hier eigentlich sein, oder? Das war interessant. So. F2. Das Ding trifft doch auch nie im Leben. Oh, das klappt sogar theoretisch. Oh, Moment. Wenn das klappen könnte, dann könnte ich doch von hier aus bestimmt irgendwie da hoch. Zack. Ja, nee, die sind doch zu sehr angewinkelt. Unterm Schild lang. Ansatzweise. Nee. Es ist zu schräg. Nee, es bringt nichts. Muss ich jetzt echt gleich in ein Video reingucken, um zu checken, wo ich hier hin muss, für was? Das da unten bringt einem auch nichts. Hier war es weniger steil, glaube ich, aber ja, das wirkte nur so. Ja, dass ich da drauf stehen kann, das sehe ich. Aber dafür müsste ich erstmal da irgendwie hinkommen. Am ehesten geht das noch von der Seite aus, dass man da irgendwie rüberkommt. Also, wie ich es auch drehe und wende, das hier ist mit der beste Standort. Aha, okay. I'm a genius. So, da wird nichts sein, da hänge ich auch nur drauf. Das wird einem auch nicht viel bringen, jetzt hier hochzuhüpfen, oder?
Nein. Bringt absolut nichts. Die Frage. Wo muss ich jetzt hin? Hier rutsche ich doch bestimmt runter, oder? Ja. Das bringt mir auch nichts. Wenn das funktionieren würde, würde es auch nichts bringen. Und hier runter gehen lohnt sich, glaube ich, auch never, oder? Nö. Lohnt sich nicht. Oh. Aha. Wieso war da eine Lücke? Den Schaden nehme ich jetzt nicht hin. Aber gut, das erklärt, wie man jetzt da hochkommt und dann wieder durchs Labyrinth. Oh. Oh, der ist so einfallsreich. Einfach dreimal das gleiche theoretisch, wenn man. Warum? Aber jetzt ergibt auch der Sinn, der Weg hier mehr Sinn, oder? Achso, nee, jetzt ist der da. Hä? Ja, toll, super. Wie kommen wir denn von hier aus jetzt am besten dahin? Eigentlich ja so. Ja, eigentlich so. Eigentlich so. Hätte ich jetzt gedacht. Ja, ich habe keine Ahnung, ob das so richtig ist, aber ich mache einfach mal F2 hier. Theoretisch müsste ich jetzt ja hier wieder den gleichen Weg wie auf der anderen Seite nehmen können. Ja, nur dass ich vielleicht auch dann darauf achten sollte. So. Ja gut, das bringt mir halt so gesehen nichts. Ich muss das schon aus dem ersten Sprung heraus schaffen. Dahin. Gut. Weil wenn ich hier noch nicht drüber weg bin, dann habe ich ein Problem. Und dann habe ich ein Problem, weil dann darf ich nicht zu hoch sein. Okay. Und da war ich noch nicht weit genug, okay. Ich werde die Kamera blöd drehen jetzt mittendrin beim Springen, damit ich das besser sehe. Mehr oder weniger. Ja, und dann würde ich mich da landen und komme ich da oben irgendwie zu diesem Teleporter-Ding hin. Boah, und dann soll einer sagen, dass ein C-Stick besser ist zum Steuern der Kamera. Mach mal diese Inputs mit dem Stick nebenbei beim Springen. Das wird nie im Leben was. Wow. Okay. Gut. Eigentlich jetzt nur hoch. Genau, und da ist auch noch ein Kristall. Ist hier schon wieder schwerer als der eigentliche finale Level. Oder bilde ich mir das ein? Eigentlich ja. Ah ja, okay, jetzt kommt man hier hin, was eigentlich nicht sein dürfte, weil eigentlich müsste sich drehen, aber egal. Gut. Und das hier ist definitiv der letzte Stern, das heißt, ich habe den anderen im Labyrinth übersprungen. Okay, und da muss ich jetzt dahin. Das ist eigentlich auch einleuchtend.
Sie wird mir jetzt nicht wirklich was bringen dahin. Ich guck einfach mal kurz nach, aber es wird nichts bringen. Warum soll ich da jetzt hin? Naja, warum soll ich da hin? Nix Sinn, nix Verstand. Oh cool, der Millimetersprung wieder. Der noch nicht, aber der nächste. Wobei der hier sogar einfacher ist, wenn man jetzt die Hand da hat. Okay, gut. Von mir aus. Ja, gut, verstehe. Die hier sind irrelevant. Also manche Sachen sind hier einfacher, aber viele auch nicht. Ja gut, dann muss ich jetzt dahin wahrscheinlich, oder? Oh mein Gott, ich sehe den Stern schon. Also das Herz. Wieso sind die Night Hearts eigentlich bunt? Glaubt nicht, dass ich jetzt hier noch den Safe brauche, aber... Sicher, sicher. Das hier ist nämlich jetzt relativ easy, darüber zu kommen. Wow, okay. Stellenweise war die Seite jetzt einfacher. Aber auch nur stellenweise. Na, welcher ist das? Der letzte, wie ich denke? Central Tower Secret. Ja, das ist der letzte. Puh. The Maze of Misery. Immer noch. Regen F2. Bringt's rein gar nicht jetzt hier, aber egal. Das sieht der Stern bei OS nicht updated, wundert mich aber. Oder gibt mir auf den Sack, um es genau zu nehmen. Das heißt, irgendwas ist immer noch da in dem Maze. Ich meine, ich kann mir denken, was es ist. Oder? Kann ich es mir denken? Hier ist dieser eine Secret Weg. Ich gehe jetzt auch mal hier nach ganz oben. Ja. Hat sich super gelohnt. Ich will die Kamera gedreht bekommen. Am besten schon im ersten Sprung. Das war eine dumme Idee. Und das war eine noch dummere Idee. Und wie habe ich... Achso, so habe ich die Frames eingeblendet. Meine Frage ist halt viel mehr jetzt gerade bei dem Ding. Wo ist der Stern überhaupt? Ist er da oben? Das wäre interessant. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass der jetzt hier oben ist. Aber... Weil ich gehe mal weiter zur Lücke hin, das will ich gar nicht. Da ist nämlich dann das, okay. Ich kann mir aber vorstellen, dass er doch da sein wird. Das heißt aber auch, dass ich ja eigentlich hier nicht auch nur Millimeter weit nach vorne darf, eigentlich mehr. Sobald ich da andersweise oben bin. So. Jetzt bin ich immer noch nicht weit genug vorne, glaube ich. Wobei... Oh, das sieht gut aus. Oh mein Gott. I'm a genius. Uff. Ich hab den Scheiß fertig. It's a Maze of Misery. Er wusste, wie die was er macht. So, jetzt habe ich wieder 50 Minuten für ein Level. Gehe ich jetzt auch in den letzten Level rein oder nicht? Ich weiß ja nicht, ob der letzte Level jetzt auch wieder so beschissen wird. Wir gucken ihn zumindest mal ganz kurz an, wie er aussehen könnte. Und irgendwas da vorne ist doch bestimmt für den 100% Endings da, oder? Curse of the Mirror Realm? Fragezeichen. Ist das Super Paper Mario Musik und das ist Bomb on Battlefield
in negativ mit irgendwelchen Effekten drüber. Das sehe ich jetzt doch schon. Naja, da ist der Berg, da ist die Insel, da ist der Chomp-Dingens. Lass ich raten, ich will einfach nur testen. Ja. Wenn es kein Abgrund ist, ist es Quicksand. Gut, ich setze mal hier den Save erstmal. Ich mache jetzt hier eine kleine Pause. Und entweder mache ich jetzt noch direkt weiter und schneide alles zusammen oder ich schneide es nicht zusammen und lade dann den letzten Level einzeln hoch. Ich muss mal gucken. Je nach Lust und Laune. Aber ich brauche jetzt noch eine Pause jetzt. Dementsprechend sage ich erstmal ciao und bis dann. So, weiter geht's mit Omega Mario 64. Oder auch nicht, ich weiß es noch nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es jetzt als einzelnes Video hochlade oder ob ich es noch zusammenschneide. Das stellt sich dann heraus, nachdem wie lange jetzt der letzte Level gleich dauern wird. Aber vorher gehe ich nochmal in Area 2. Ja, ich habe geguckt. Mich hat es nämlich gewundert, dass ich den zweiten Hasen nicht gefunden habe. Und man muss den gleichen Hasen zweimal sammeln. Das ist so dumm. Aber das war, glaube ich, im Keller auch so, oder? Nee. Also im offiziellen Mario 64, im Original, musste man den Hasen im Keller zweimal fangen? Ich glaube nicht. Man hatte doch einen oben, einen unten. Man, I really gotta stop playing around here. Well, fun never hard, thingy, if you'd like it. Also wer kommt darauf, dass man jetzt zweimal den gleichen Hasen retten muss? Naja. Immerhin ist er diesmal nicht wieder ins Wasser gerutscht direkt. Wow, another. Ja, okay. Gut, und jetzt habe ich noch 7 Sterne im letzten Kurs und einen anscheinend fürs 100% Ending. Welcher dann auch hier im Tower erscheinen soll. Also wahrscheinlich auf der Plattform, die da hinten stand. Liegt. Gemalt ist, whatever. Da, das Ding halt. Das blaue Ding mit der Sonne. So, Mirror Realm, Fragezeichen. Dass das ganze Bomben im Battlefield ist, das habe ich hier schon rausgefunden. So, F2. Die Musik ist aber ziemlich leise, muss ich sagen. Moment. Ich mach mal einen Ticken lauter. Ist das jetzt Paper Mario oder nicht? Bin mir noch nicht ganz sicher. Hat was davon. Naja. Mal gucken. Und jetzt geht's wieder los. Ja, super. Welchen Sprung brauche ich jetzt? Jetzt brauche ich wieder diesen dämlichen Long Jump, oder? Ach komm, ich mache hier wieder ein F2. Ich hab keinen Bock jetzt mal wieder bis hierher zu springen. Es ist wieder so ein wirklich Millimeter. Genau. Ach ja. Okay, gut. Aha. Und das will er jetzt hier an jeder Stelle. Warum will man das? Warum designt man das so? Und warum ist da die Bodenfläche in Pfeilform? Das gefällt mir nicht. Das war klar, dass das nicht funktioniert. Aber ich muss jetzt schon wieder hier so dumm springen. Ja, muss ich. Oh, wow. F2. Das sieht nicht nur extrem hässlich aus, das ist auch extrem blöd irgendwie. Muss ich jetzt hier. Das ist doch einfach so dumm, dass ich jetzt hier immer diesen Sprung machen muss. Oh Mann. Komme ich von hier auch schon da hinten hin? Das schafft man bestimmt mit genug Anlauf, oder? Mit genug Anlauf geht das bestimmt. Ja. Ja. Es geht genau auf den Millimeter jetzt da nicht hin aus, oder was? Okay, da habe ich zu lange gewartet. Na komm. Okay, gut, dann halt doch da oben erst hin. Aber jetzt würde ich da hinkommen, oder? Ja, wenn ich auch den Knopf drücken würde dafür. So. Zack. Gut, das ist Fragezeichen, Fragezeichen.
Aber der zweite anscheinend. Okay. Die haben einfach alle keinen Namen mehr. Das ist einfach nur noch komplett random jetzt. Und ich muss immer wieder hier vorne anfangen. Okay. Ich glaube, ich schneide das einfach hinter den anderen Kram noch hinten weg dran. Und wir wissen jetzt alle, dass ich jetzt hier nur noch mit F2 durchgehen werde, weil das einfach sau lame und dumm ist. Fand ich schade, dass ich den Hack dann doch mit so vielen Saves spielen musste, damit er halbwegs enjoyable bleibt. Also ob es jetzt enjoyable war, weiß ich nicht. Eher nicht, aber naja. Ja, in meiner Welt war ich noch auf der Fläche, aber okay. Gut. Dann halt nicht. Zack. Wie zum Teufel soll ich da vernünftig hinkommen? Wirklich. Immer diese Millimeter-Sachen jetzt hier auch noch. Bitte was? Also ich habe eine Idee. Aber die Idee ist blöd. Okay. Aber die Idee ist, glaube ich, trotzdem richtig. Auch wenn es mir nicht gefällt. Oh Mann. Das war zu gut. Ja. Kann ich da drauf stehen bleiben, oder? Das wäre nämlich interessant, wenn ich das könnte. Wenn ich für mich selber übrigens spielen würde, dann hätte ich mir schon längst einen Hack gesucht. Oh, ich habe es doch gerade geschafft. Einen Hack gesucht, um einfach nur den Moonjump zu haben. Weil das wäre mir, glaube ich, auf Dauer zu blöd gewesen, jetzt hier, um nur das Ending dann zu sehen. Just saying. Also, ich den ganzen Busch jetzt überhaupt noch mache, das ist ein Wunder. Aber gut. Und noch ein Fragezeichenstern. Wuhu. Fragezeichen, Fragezeichen. Welcher ist es? Der vierte. Okay. Interessant. Überleg gerade, wie ich jetzt gerade vorgehen soll am besten. Weil irgendwie ist es echt extrem nervig, andauernd da hinten ganz zur Tastatur hinzugreifen. Ich glaube, ich hole die Tastatur mal weiter ran. Zack. So. Gut. Ja, so komme ich besser an den Knopf ran. Gut. Noch ein Stückchen so. F2. F4. Ah, come on. Nein. Nein. Diese Millimeter-Sachen halt, ich verstehe es halt einfach nicht. Warum findet man es so geil, unnötig hässliche Level wie den hier zu erstellen und dann auch noch mit Millimetersprüngen? Ich meine, ich bin nicht die Zielgruppe für solche Hacks, aber grundsätzlich. Nee, ich kann es trotzdem nicht nachvollziehen, auch wenn ich nicht die Zielgruppe dafür bin. Wir hatten Bock darauf, immer wieder die gleiche Stelle zu machen. Also in einem Jump'n'Run zumindest, oder in einem Mario 64 Hack. Den gleichen Boss in, keine Ahnung, Dark Souls, warum nicht? Ja. Da lernt man halt nach und nach besser zu werden. Und da ist es nicht einfach so, das ist ja keine Millimeter-Sache dann. Entweder sagt man, oder man sagt nicht, also ja. Könnte man jetzt auch hierfür sagen, aber ich finde, da ist ein Unterschied. Habe ich das wohl von hier? Moment. Da gab es noch einen Sprung, oder? Ich glaube, ich habe eine Idee. Die Idee gefällt mir nicht. So. Ja. Die Idee könnte hinhauen. Oder auch nicht. Aber es klappt nicht. Nee. Never.
Und jetzt soll ich... Wirklich... Oh, nicht euer scheiß Ernst wieder, oder? Okay, irgendwie halbwegs Momentum aufbauen. Gut. Drei. Es wären schon mal drei. Ist jetzt der erste endlich, oder? Ich glaube nicht, oder? Doch, war der erste. Gott, und dann ist die Musik auch noch so eintönig. Scheint echt ein Loop zu sein aus Super Paper Mario. Also die Stelle zwischen den Kapiteln immer mit Graf Knickwitz. Ich glaube, so hieß er im Deutschen. Im Englischen war es Count Bleak. Im Deutschen war es Knickwitz, glaube ich. Das war ja so die Mario, Romeo und Julio. Romeo und Julio, genau. Die Mario, Romeo und Julia Story quasi. Apropos Romeo und Julia, es gibt wieder einen Grund, sich drüber aufzuregen, über die Welt und Co. Aber gut, fange ich damit jetzt an? Ich glaube nicht. Ist wirklich besser so, wenn ich damit nicht anfange. Und jetzt muss ich denn jedes Mal diesen Weg hier komplett auch noch wieder dahin gehen. Oh, nee. Und das war dumm. Ich hätte ein Safe setzen sollen. Ich dachte mir, ich schaffe das so. Ja, wir haben jetzt, keine Ahnung, drei Käse hoch, Romeo und... Black Walrus, Julia, anscheinend. Ich weiß nicht warum. Es ist eine Geschichte, die in Italien spielt. Und nein. Diversity hin oder her. Julia hat nicht schwarz zu sein, verdammte Scheiße. Wenn das Stück in Afrika gespielt wird. In einem Theater, dann okay. Aber grundsätzlich nein. Man kann nicht einfach die komplette Geschichte abändern, nur weil es einfach die Diversity passt. Und wenn man das macht, dann sollte man wenigstens gut aussehende Schauspieler nehmen. Ganz im Ernst. Aber gut. Also, ich meine, ich darf Fettshamen, davon mal abgesehen. Ich darf es. Aber ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Ich meine, dadurch, wenn es halt Diversity wäre mit guten Schauspielern, dann okay, aber dann, nee, und die solche. Ist hier unten auch einer oder was ist jetzt hier Sache? Ja, und das ist bestimmt noch einer, oder? Komm ich da auch so hin? Was? Natürlich ist hier unten einer. Oh Mann. Ja, keine Ahnung. Habe ich nur so rein zufällig mitbekommen, über einen Gag wieder, dass eine neue Verfilmung von Romeo und Julia geplant ist und ihr Spider-Man, ich habe keine Ahnung, wie der Typ gerade heißt, der Schauspieler vom aktuellen Spider-Man. Der Typ, der auch in... Na? Ja, ich habe den Film erst vor ein paar Wochen geguckt. Ich komme gerade nicht mehr auf den Namen. Hier, der eine Typ hieß Sully. Und wie hieß er nochmal? Das war dieses PlayStation Schatzjäger-Game. Komme ich gerade nicht auf den Namen. Verdammt. Wie hieß er denn jetzt nochmal? Aber ich hoffe, man weiß, wen ich meine. Auf jeden Fall den Typen. Wieso komme ich gerade auf seinen Namen nicht? Ich habe gegen den Typen eigentlich nichts. Aber ich finde ihn halt unpassend für die Rolle als... Wie heißt das? Als Romeo irgendwie. Passt halt gar nicht. Ich kenne mich mit Schauspielern sowieso nicht aus, großartig, aber ich würde halt schon dann, keine Ahnung, Schauspieler nehmen, die dann irgendwie ansatzweise vielleicht passen. Aber okay. Ich muss ja kein Geld für den Film ausgeben und ich muss ihn ja auch nicht finanzieren. Von daher... Verträge ich mich auf. Das ist bestimmt nicht richtig. Warum ist da außen etwas? Aha, lass ich raten. Ich muss ja jetzt so hoch, damit ich dann
Ja, wahrscheinlich muss ich jetzt da nämlich hoch. Ach so, oder. Wieso genau gibt es diese Stelle hier? Wieso gibt es diese Stelle? Und wieso sitze ich gerade schon wieder so extrem unbequem, dass mir mein Rücken wehtut? Oh Gott. Ich soll mich vielleicht mal anders hinsetzen, ein bisschen. Dass ich den Rücken auch mal so ein bisschen strecke. Sprich, Füße auf dem Boden und nicht die ganze Zeit in der Luft. Ist, glaube ich, eine gute Idee. Hier zu weit vorne. Immer noch zu weit vorne. Okay. Gut. Also, wie ich es auch drehe, ich komme doch dann einfach nur hier hin. Oder nicht? Ja. So komme ich einfach nur nach unten hin. Also eigentlich vollkommener Bullshit. Gut. Dann auch noch diese ekelhaften Effekte, dass man auch ja nicht die Tiefe gut einschätzen kann. Wow. Kann ich eigentlich? Nein, kann ich nicht. Wie komme ich eigentlich da rein? Ja. Und jetzt geht's los, weil jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich weiterkommen soll. Okay, irgendwie dran vorbeilangen. Achso, warte mal. Ne, wenn ich jetzt aber da runterspringe, komme ich doch nur da an. Hä? Kann ich da drauf stehen? Nein. Von ganz oben runterhüpfen vielleicht. Das andere würde mir nicht einfallen, aber okay. Nope. 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 Also eigentlich ja, aber bitte dann auch stehen bleiben an der Stelle. Danke. Oh, ich weiß echt nicht, was er sich dabei gedacht hat. Ich brauche noch einen finalen Level. Was mache ich? Ich nehme einfach Bob und Battlefield, hau da überall Treibsand rein und mache alles schwarz. So wie die ganzen Hollywood- und Netflix-Filme heutzutage. Ich hatte mein Leben lang nie Probleme mit anderen Farben und so weiter. Es ist irgendwie erst durchs Internet und durch diese woke Diversity-Kacke gekommen. Als die Schauspieler noch passend waren. War alles gut. Okay, so komme ich jetzt. Aber, hä? Wie komme ich denn dann weiter nach oben? Doch dazwischen irgendwie springen? Ich meine, ich habe beides, geht immer noch nichts gegen verschiedene Hauttöne und so weiter. Eigentlich gar nicht. Sollen sie mich in Ruhe lassen. Und nicht alles durch sie ruiniert wird. Aber gut. Ist er leider sagen, dann doch eher meistens der Fall, dass es der Fall ist, dass es irgendwie ruiniert wird. Ich habe auch nicht wirklich vor, jetzt den Romeo und Julia-Film zu gucken, aber ich hätte eventuell echt gerne den Ariel-Film geguckt, aber nicht mit so einer Schauspielerin. Geht einfach nicht. Geht absolut nicht. Alleine schon, weil es ein typischer Diversity-Hire war und nicht, weil die Schauspielleistung gut war. War. Ich muss. Muss ich von. Das wäre möglich, oder? Ach komm, ich versuch's einfach mal. Auch hier, jetzt muss ich für 3 Sterne den gleichen Weg dann anscheinend gehen. Wenn man wenigstens nach jedem Stern an diesem Stern auch einen Save Point hätte, dass man halt dann nicht mehr unbedingt zu dem gleichen Stern immer wieder hingehen muss. Mein Gott, der Hack ist anscheinend schon älter. Aber ich glaube, selbst zu dem Zeitpunkt, wo der Hack entstanden ist, gab es schon Checkpoint-Möglichkeiten. Würde ich drauf wetten. Nech.
Nyech. Oh. Nein. Nein. Lass mich doch jetzt rauf. Komm ich da mit einem normalen Sprung hoch? Nee, oder? Die 2 mm haben sie ja ausgemacht. Super. So. Warum einfach, wenn es auch schwer geht? Hallo, lass mich da jetzt rauf. Doop, die doop, die doop, die do. Na. Wo wir jetzt gerade beim Thema Filme und Hautfarben und so weiter sind. Ein gutes Beispiel zum Beispiel Eddie Murphy Filme. Die mag ich. Da ist halt nichts mit Diversity-Kram reingehauen. Und da wird kein Hehl draus gemacht, dass Dr. Doodle jetzt einfach schwarz ist und so weiter. Es wird nicht in den Vordergrund gerückt, ansatzweise. Es ist einfach eine ganz normale Familie, die halt einfach dann, ja, Schauspieler, die halt farbig sind. Was halt, wie gesagt, nicht schlecht an sich ist. Aber da passt es halt. Da fühlt es sich nicht so an, als ob man da auf Teufel komm raus irgendwie das mischen muss, aus Diversity-Gründen. Da wurde sich einfach dazu entschieden, das zu machen. Weil, keine Ahnung, es gab keinen Grund dafür. Kein anderer wollte den Film spielen oder dachte sich so, ja, für die Rolle des Dr. Doodle bietet sich halt eher am besten an, keine Ahnung, whatever. Und ja. Whatever. Wieso komme ich da jetzt nicht rauf? Verdammte Scheiße. Oder welchen Film fand ich noch geil? Hier, Norbit. Gott, ich zähle gefühlt nur Comedy-Serie, Filme auf, aber vom Prinzip her. Das ist die Frage. Versuche ich jetzt von hier oben schon dahin zu springen? Oder gehe ich jetzt auf die Plattform rauf? Weil von der anderen Seite komme ich da definitiv nicht hin. Die andere Idee wäre jetzt gewesen, natürlich, von der Kante da oben. Ich versuche erstmal den hier. Nope. Okay, so auch um Längen nicht. Nein. Nope. So, F2. Ich rate. Okay, das funktioniert aber. Ich muss nur raten, wo ich hinlanden muss. Okay. Ja, das ist aber. Die Idee ist richtig. Okay, ich muss noch ein deutliches Stück weiter. So. F2. Okay, hat funktioniert. Puh, das ist schwer jetzt einfach hier die Wege zu finden, glaube ich, oder? Eben kann den Jo. Wobei mir gerade auch auffällt, ich glaube, die Filme, die ich gerade aufgezählt habe, die hatten dich nur schwarz drin. Oh, ich bin fertig? Also, ich habe 6 Stück, aber. Ich bin nicht fertig, oder? Da ganz oben ist noch ein 7., den ich nicht anwählen kann. Okay. Gut, jetzt heißt es irgendwie den Weg nach oben zu finden. Wollte gerade sagen. Dann solche Kleinigkeiten hier wieder. Habe ich irgendeinen Film geguckt mit Schwarzen, der keine Comedy ist? Ne, irgendwie nicht, aber fairerweise. Ich gucke auch eigentlich nur Comedy-Filme meistens, also. Ich glaube, sowas wie vor ein paar Wochen, Monat mittlerweile mit den Agatha Christie-Verfilmungen von Hercule Poirot. Das ist so eine Ausnahme.
Zählen Realserien in Überlänge oder mit vielen Folgen? Keine Ahnung, so ist Sherlock. Aber ja, Sherlock hat jetzt keinen schwarzen Diversity Cast. Von daher, das zählt dafür nicht. Habe ich jemals? Weiß ich nicht. Warum denke ich überhaupt drüber nach? Als ob ich irgendjemand beweisen müsste, dass ich kein. Als ob ich irgendjemand beweisen müsste, dass ich kein Racist bin. Wer meint, dass ich ein Racist wäre, weil mir Diversity Hire und gemixte Ethnien in Filmen, wo es absolut nicht angebracht ist, nicht mag? Ja, ja, euer Problem. Sein Problem, ihr Problem, es Problem, whatever. Da gibt es in Genshin ein echt gutes Zitat von dem hier, von Scaramouche, Schrägstrich Rondora. Ich krieg's nicht Wort zu Wort hin, aber er sagt nur die Wahrheit und wenn irgendjemandem die Wahrheit nicht gefällt, dann ist das nicht sein Problem, sondern dem sein Problem. Dem es nicht gefällt. Und das ist echt so wahr. Es ist einfach so verdammt wahr. Das ist so ein Motto, nach dem man eigentlich leben müsste heutzutage. Aber gut. Whatever. Erstaunlicherweise kriege ich den Sprung gerade relativ oft gut hin. Nur der erste war echt kacke. Und jetzt die Frage, wie komme ich da oben hin? Das ist zu weit. Von da oben, eventuell. Aber wenn das von da oben klappen soll. Hey, dann muss ich ja erstmal irgendwie überhaupt da hochkommen. Ich habe eine Idee, wie es funktioniert. Ich glaube auch nicht, dass es das klappt. So. Liegt gerade trotzdem noch. Habe ich irgendwann mal einen Film geguckt? Mir fällt halt jetzt keiner spontan ein. Hatte Jackie Chan in Rush Hour nicht einen schwarzen Kollegen? Gut, das ist auch wieder mehr oder weniger ein Comedy-Film. Mehr oder weniger halt. Bin mir jetzt gar nicht sicher, ob's. Ja, doch, eigentlich ist es Comedy. Würde ich behaupten. Okay, so komme ich auf den Rand drauf. Und so kommt man dahin, was einem nichts bringt. Okay. Wie gesagt, es muss halt einfach passen. Oh, doch, ich hab was. Ja, gut, ist kein Comedy, aber hier, die Sonic-Movies. Da zum Beispiel fand ich es vollkommen okay, wie der Typ weiß war und die Frau schwarz. Es war wahrscheinlich auch ein Diversity-Hire und so weiter, dass auch Gemischtfamilien funktionieren. Aber ja. Da hatte ich kein Problem damit eigentlich, weitestgehend. Ich habe kein Problem damit gehabt, dass die jetzt da ein Pärchen waren. Ich meine, warum nicht? Ganz wiederum nur interessant, dass er für sie gezahlt hat, damit sie ihr Studium irgendwie finanzieren kann. Das fand ich wieder so ein bisschen, dass man das gemacht hat, aber okay. Es gibt halt leider solche Dummen, die sowas machen. Aber gut. Und irgendwie sitze ich gerade echt extrem unbequem und oh je. Das ist. Dieser Stuhl ist halt, keine Ahnung. Der alte Stuhl war an sich scheiße, aber der hier ist halt echt eine zweiständige Klinge. Mal ist es extrem bequem für eine ganz lange Zeit und dann vom einen auf den nächsten Moment passiert so eine Scheiße. Ja, und dann ist er halt extrem unbequem. Gut. Wie kam ich überhaupt auf das ganze Thema jetzt gerade schon wieder? Keine Ahnung. Hier. Nee. Kit Leo und Black Liet quasi. Wie alt waren eigentlich Romeo und Julia? Nur so aus Interesse. Also im Original. Wir haben es gelesen, glaube ich, damals beim Abi. Bin ich mir ziemlich sicher. Aber ich überlege gerade. Waren die schon volljährig? Nee, oder?
Die waren in der Geschichte nicht volljährig. Oder doch? Glaube nicht. Ich glaube, wir haben auch die 90er-Version geschaut mit Rom, ach, mit hier Leonardo DiCaprio und wie auch immer Julia gespielt hat. Die haben wir danach, glaube ich, geguckt, nachdem wir es gelesen haben. Naja. Ich glaube, der Level ist schuld, weil der Level die ganze Zeit überall schwarz ist und ein bisschen kramig drauf. Kann er sein? Ich glaube ja. Es muss doch irgendwas hier sein, oder nicht? Da an der Wand gehe ich halt direkt drauf. Oh, diese Ecke ist kacke. Wow. Das könnte funktionieren, wenn man es ein bisschen besser anstellt. Ja. Es muss so funktionieren. Wie soll das sonst funktionieren? Es war so gut. Es war so gut bis dahin. Warum geht das jetzt schon wieder nicht auf? Das muss aber so gemacht werden eigentlich. Okay, jetzt im Ernst, warum hält er sich da oben nicht fest? Das ist doch dumm. Ey, ich bin schon in einer halben Stunde im Level. Geil. Jetzt kann ich ja doch ein eigenes Video draus machen. Nee, besser nicht. Wenn ich das Video hier als 1 hochlade, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man das tolle Thema hier wirklich auch mitbekommt. Ich bleib bei der Meinung, aber muss ja trotzdem nicht unbedingt so einfach zu finden sein, meine Meinung. Ich meine, ich habe sowieso sehr fragwürdige Meinung. In vielen Fällen. Von daher, ich habe schon schlimmere Sachen, glaube ich, von mir gegeben. Keine Ahnung, einer meiner besten Kumpel ist. Ja, okay, er ist nicht schwarz, er ist eher braun. Er ist eher Kakaofarben. Fairerweise, aber ja. Das sollte eigentlich mehr als genug Aussagekraft haben. So wie in den ganzen Family Guy Folgen, wenn man mit, weiß ich, wie hieß er jetzt? Verdammt, wie hieß er denn jetzt? Ich komme gerade nicht drauf. Nicht Quagmire, sondern auch nicht Joe. Hieß er mit Nachnamen nicht Cleveland, genau. Hat Cleveland eigentlich einen Vornamen? Also er muss einen Vornamen haben, aber ich kenne den Vornamen von Cleveland gerade nicht. Wie heißt er mit Vornamen? Ist das überhaupt richtig, was ich hier machen soll? Ich kann mich gerade irgendwie nicht mehr vorstellen, so langsam. Von hier aus kann ich nur kurz wieder zurückspringen. Aber hier hinten war ja auch kein weiterer Weg mehr, oder? Da gab es hier hinten einen Weg noch hoch. Glaube nicht, oder? Da war doch nur der Stern in der X-Form. Der Sternform. Nee, hier kommt man nicht mehr höher. Komm ich auf wenig dahin zurück? Ja, komm ich. Es muss hier sein. Okay, ich guck mal ganz kurz ins Video rein. Von den Dingens. So. Ich hab das Video gerade noch offen, aber es müsste mein Verlauf sein, oder? Da ist es.
Ja, Ton aus. Vollbild, sonst erkenne ich nichts. Gut, wo ist an dem ekelhaften Level? Da ist er schon oben drauf. Nimm du zurück. Jetzt sind wir beim Stern. Jetzt hat er den Stern eingesammelt. So. Bitte was? Man kann dahin shortcutten. Okay, gut, habe ich mir schon fast gedacht, aber ich wollte es nicht probieren. So, wo ist er geht jetzt hin? Ja, auf dem Block, wo die Kugeln sind. Den Ton habe ich besser gelöst. Jetzt ist. Ja, er ist genau hier, wo ich bin. Ja. Okay, bitte was? Er nimmt sogar einfachere Sprünge als ich. Moment. Meine Sprünge waren deutlich kreativer. Und eigentlich besser, möchte ich anmerken. Okay, warum auch immer das so besser funktioniert als mit meinen Sprüngen. Meine waren deutlich überlegter. Mit Dreifachsprung und dann hoch. Fairerweise bei ihm sah es auch irgendwie geschmeidiger aus als bei mir jetzt gerade, aber ich habe mich gefangen. Muss ich jetzt da lang? Ich glaube, ich, oh Gott, schon wieder so ein Kacksprung. Oh, natürlich nur solche Kacksprünge. Ja, komm, das werden solche Sprünge sein, oder? Ja, das werden jetzt solche Sprünge. Nein. Fehlende Tiefe und Schatten und alles, was man mal eigentlich brauchen könnte. Auf den Sprung so. Ja. Nein. Kann ich nicht einfach so machen? Ja, kann ich. Gut. Och nee, was ist denn das jetzt schon wieder für eine Kacke? Lass das Video gleich mal offen nehmen beim Handy. Der Sprung gefällt mir nicht, möchte ich anmerken. Kann ich? Moment. Kann ich hier den gleichen Trick nutzen, den er vorhin schon benutzt hat? Er hatte mich unten einen Trick benutzt, um die erste Hälfte vom Level gefühlt zu skippen. Dass es den Trick gibt, wusste ich mehr oder weniger, aber ich hätte nicht gedacht, dass es immer funktioniert. Oder da zumindest an der Stelle. Ne, ich krieg's nicht hin. Gut, also das ist es schon mal nicht. Okay. Nope. Kann ich mich da irgendwie am Rand vorbeischleichen? Ne, irgendwie nicht, oder? Nope. Du. Die Dupe. Okay, versuchen wir nochmal die Variante. Dass ja auch sonst echt nichts mehr ist. Warte, was ist, wenn ich hier versuche, einen Dreifachsprung zu machen? Na, Theorie ist es möglich. Nein, so nicht.
Oh. Jetzt weiß ich, welche Serie ich geguckt habe. Disney's Fillmore. War keine Comedy, keine direkte Comedy, war eher eine Art Kinderkrimi. Gut, wobei er hat das Klischee erfüllt, dass er vorher auf der schiefen Bahn war. Also von daher kann man auch da wieder drüber streiten. Fiel mir jetzt gerade spontan wieder ein. Außerdem müsste ich dann ja auch jede Art von Filmen hassen, wo Chinesen und Co. vorkommen. Aber gut. Ich spreche einfach nur die Wahrheit. Die ganze Welt hat eigentlich gar keinen Bock mehr da drauf. Und wegen einer kleinen Minderheit, die rumheult, wird alles ruiniert. Ist doch so. Gut, ich gucke ins Video. Wie geht's von der Stelle aus weiter? Zack. Revanced Extended. Naja, den Sprung habe ich gecheckt. Dann einfach einen Weitsprung, dann noch einen Weitsprung. Achso, er holt. Ah, ja, gut, er hat so Schwung geholt, okay. Dann den Sprung. Das ist die Kante, wo ich jetzt bin. Bitte was? Okay, er macht den gleichen dummen Sprung, den ich machen wollte. Seine Position ist so leicht anders. Ungefähr so. Oh, muss ich wirklich so versuchen hinzubekommen? Das ist einfach. Nee, das ist doch nicht. Das ist doch nicht spaßig. Mal im Ernst. Typ hat sich echt nichts dabei gedacht, was er hier gemacht hat. Okay. Ich krieg's nicht hin. Ich komme da nicht um die Ecke. Ja, das war zu weit vorne, das habe ich gesehen. Da war ich zu weit vorne. Oh mein Gott. Speichern. Wieso schleift er mich jetzt da lang? Könntest du bitte in dieser scheiß Ausfüllung landen? Danke. Oh boy. Bleib dabei. Der Anfang des Hacks war eigentlich ganz geil. Die Ideen waren nett, die Level waren hübsch. Und gegen Ende hatte ich einfach so gedacht, so Bullshit-Modus. Abgründe ohne Ende. Quicksand ohne Ende. Lange Sprungpassagen ohne Checkpoints. Mein Gott. Man hat ja immer die Option für Save States theoretisch. Von daher. Von mir aus. Mir war es jetzt dann mehr oder weniger egal, wenn es mir zu nervig wird. Aber es fühlt sich trotzdem nicht geil an, wenn man keine internen Checkpoints hat, die man nutzen kann. Oh, endlich raus aus dem Level. Raus aus dem Hack. So. Wo ist mein 100% Ending? 120 Sterne. Eine Dreiviertelstunde habe ich gebraucht. Ich habe mein Ende gefunden, das war da vorher nicht. Hi. Ach geil, 100 Münzen sammeln. A la Galaxy. Okay. Hat was. Sofern jetzt hier nichts kommt, nichts Dummes, okay. Ah, die beiden da unter der Brücke werden nervig. Gibt's hier mehr als genug Münzen oder wie habe ich das zu deuten? Hier müssen mehr als genug Münzen sein, oder? Das Spiel sollte übrigens ansatzweise eine Story haben, die ich nicht mehr verfolgt habe, weil ich sie nicht mehr erkannt habe.
Gab's überhaupt irgendwo Storyboxen? Nicht wirklich. Zwischen den Zeilen vielleicht. Mal was von Schatten gehört. Aber nicht. So. Jetzt bin ich gespannt. Reicht es einfach nur ein paar Münzen zu sammeln? Oder muss man alle haben? Ja, anscheinend muss man alle haben. Okay, jetzt gehen die random Geräusche los. Interessant. Da sind glitschende Texturen. Überhaupt nicht creepy irgendwie in gewisser Weise. Ist das normales Wasser? Offenbar. Yay. Oder sind's. Ah, es könnten auch 200 Münzen sein, aber. Okay, wahrscheinlich sind es 200 Münzen. Es sollen aber 100 lila Münzen sein. Aber er musste halt für eine Sternbedingung anscheinend dann rote Münzen nehmen und das ins Negative setzen. Gehe ich mal ganz stark davon aus, dass es das sein wird. Also 200 Münzen oben links, aber sind eigentlich nur 8 rote Münzen als Sternbedingung. Die aber bei minus 192 oder so angefangen haben. Wobei eigentlich, nee, minus 191 müsste es ja sein, weil 0 zählt ja dann auch als Wert. Ja, sage ich ja. Hier, wo sind die letzten drei Münzen? 100 lila Münzen, die immer doppelt zählen, weil es rote Münzen sind. Intern. Der Timer geht bei minus 191 los. Die random Geräusche sind aber trotzdem interessant. Wo sind die letzten Münzen? Oh mein Gott. Eine. Eine habe ich gefunden. Wenn ich auf den ganzen Spitzen rumrenne. Kann ich. Okay. Okay, das ist mies. Das ist mies, dass man da reinrennen kann und da eine versteckt ist. Auf beiden Seiten wahrscheinlich sogar. Das war mies. Aber grundsätzlich, ja. Das war mit einer der besten letzten Level überhaupt. Das ist echt eine kleine Belohnung, einfach hier rumzurennen ohne Musik und Co. Und einfach mal das Galaxy 1 Finale nochmal zu sehen, mehr oder weniger. Mich triggert es aber, dass unten beim Star Overlay das OS noch nicht aufgedeckt wurde. One of the Lost Night Hearts. Selben Kante Niveau. Aha, und dieser Raum übrigens ist der Raum, den man von der ersten Oberwelt aus unten sehen kann. Das weiß ich auch jetzt gerade nur noch wieder, weil ich in einem Speedrun mit 0 Sternen gesehen habe, wie irgendjemand sich durch die Wände geglitscht hat hier unten hin. Und eigentlich ist hier oben drüber eine Wasserschicht anscheinend. Moment, kriege ich das wohl getriggert? Komme ich in die Wasserschicht irgendwie? Nee, oder? Unwahrscheinlich. Ah, gerade so nicht, okay. Hallo Yoshi. Congratulations and thank you for beating my hack to 100 completion. If you wish to play more, there are 15 secrets spread across the main levels. Otherwise you can hop in the pipe to reach the end screen. Das sind die komischen Münzen, oder? Die Nintendo-Münzen. Kann er sowas von vergessen. Ich will auch seine anderen Hacks nicht unbedingt sehen. Ah, ich komme doch ins Wasser irgendwie rein. Genau, das. Ey, das ist der Wasserfall. Guck. Hier ist der Wasserfall von der ersten Oberwelt. Frage. Kann ich da jetzt rein? Raus? Nee. Sehr interessant.
Und der Default Endscreen. Thank you so much for to playing my game. Ja, boah, nee. Ich hatte, glaube ich, gelesen, dass gegen Ende hin leichte Kaizo-Anlüren kommen, aber das war jetzt schon wieder echt too much eigentlich. Ich werde, glaube ich, jetzt auch keinen Hack mehr anfangen in den nächsten paar Wochen. Denn, wie gesagt, in 2 Wochen ist Abschlussarbeit angesagt und in 3,5 Wochen ist Abgabe vom Abschlussprojekt. Wobei ich nächste Woche, ja gut, Montag noch den Zeitplan intendierten und am Montag, Dienstag, vielleicht noch Mittwoch zum Teil den ganzen Bullshit halt in Word übertragen mit richtigen Formatierungen. Dann Korrektur lesen lassen von ein paar Leuten und dann hochladen. Aber wie gesagt, mich triggert, dass dieser eine Stern da nicht angemarkert wird. Aber wir haben das 100% in den gesehen. Das hätte ich sonst nicht, wenn ich nicht alle hätte. Gut. Dann wäre auch wieder ein weiterer Hack beendet worden. Einen, den ich ganz random gefunden habe, der aber ganz nett aussah. Die Level waren ja auch teilweise extrem schön. Sie waren halt einfach nur teilweise Bullshit-mäßig aufgebaut. Gegen Ende vor allem. Aber die Ideen waren gar nicht mal schlecht. Gut, so. Jetzt will ich aber langsam Schluss machen, auch mit Aufnehmen heute. Ich habe das Genshin-Event aufgenommen in einer halben Stunde. Ich habe den Hack hier aufgenommen in fast 2 Stunden für die letzten 2 Kurse. Und ich hatte übrigens geplant, diese beiden Level zu streamen irgendwann mal. Also vor einer Woche oder so. Gute Idee, dass ich es nicht gestreamt habe. Dann hätte ich mir die ganze Zeit wieder Safe State Simulator anhören dürfen. Aber gut. Dann würde ich sagen, jetzt habe ich ja, 50 Minuten. Ich muss mal gucken, ob ich das Ganze noch zusammenschneide einfach oder ob ich das dann einzeln hochlade. Wahrscheinlich schneide ich zusammen. Aber mal gucken. Ich sag dann aber hier erstmal ciao und bis dann beim, ja, keine Ahnung, beim nächsten Hack, vielleicht in ein paar Wochen oder bei irgendeinem anderen Game. Ich werde jetzt gleich noch was schnabbern, genau. Zu snacken, suchen, gucken, eventuell oder wobei eigentlich 18.30 Uhr, 18.40 Uhr. Also 39 und jetzt 40. Da würde sich auch schon fast lohnen, zu überlegen, was man zu Abend essen könnte gleich. Ich hatte heute Mittag halt nur in Anführungsstrichen, Laugenbrezel mit Käse überbacken. Und das war halt gegen 2, also gar nicht mal so lang her. 4 Stunden. 4,5, keine Ahnung. Mal schauen. Aber ja, war ansonsten weitestgehend ein netter Hack. Hatte ein paar nette Ideen, ein paar nette Level-Layouts, aber gegen Ende war er einfach nur arschig und nervig. Aber gut, ich sag dann hier ciao und bis dann.